Herr Rock, vielen Dank. Als Nächste hat sich Frau Bissler zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, Ihre Regierungserklärung trägt den Titel Aufbruch im Wandel. Da fragt man sich schon, welcher Aufbruch? Sie gehören seit 20 Jahren ununterbrochen der Landesregierung an. Wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut und Ihre Regierungsmannschaft anschaut, dann ist das doch alles andere als ein Aufbruch. Die CDU-Vertreter unter den Ministern und Staatssekretären regieren zusammengerechnet 107 Jahre lang in Hessen. Mal mit der FDP, mal alleine, jetzt mit den Grünen. Die Unterschiede sind ja leider nicht allzu groß. Also, das heißt, 107 Jahre Regierungsverantwortung, wobei ich das Wort Verantwortung jetzt nicht im eigentlichen Wortsinn verstanden haben möchte. 107 Jahre Regierungsverantwortung sitzen für die CDU hier auf der Regierungsbank. Und da sprechen Sie von einem Aufbruch. Das ist schon ein bisschen drollig. Und Herr Wagner, ich gebe Ihnen ja vollkommen recht, dass die Ideen, die man im Kopf hat, nicht unbedingt etwas mit dem biologischen Alter zu tun haben muss. Das beste Beispiel ist ja die Junge Union. Da sind einige so antiquiert, als hätten sie die 50er Jahre noch persönlich erlebt. Also von daher gebe ich Ihnen recht, das muss nicht unbedingt etwas damit zu tun haben. Aber diese Regierung ist leider weder inhaltlich noch personell ein Aufbruch. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben wie üblich viel geredet, aber zu vielen aktuellen und entscheidenden Fragen nicht allzu viel gesagt. An der mangelnden Redezeit kann es nicht gelegen haben. Die beinahe täglich neuen Veröffentlichungen um rechte Netzwerke in der Polizei waren Ihnen ganze 4 Sätze wert. Sie haben bedauert, dass die Vorfälle dem Ansehen der Polizei schaden. Das Opfer dieser Bedrohung haben Sie überhaupt nicht erwähnt. Weil sie ist ja diejenige, die eigentlich den Schaden trägt und nicht die Polizei in ihrem Ansehen in erster Linie. Und dann haben Sie davor gewarnt, dass Polizisten unter Generalverdacht gestellt werden, was im Übrigen überhaupt niemand getan hat. Und kein Wort haben Sie darüber verloren, welche Konsequenzen eigentlich daraus gezogen werden müssen. Die NSU-Opferanwältin Bascha Yildiz bekommt Morddrohungen gegen ihr 2-jähriges Kind, die mit NSU 2.0 unterschrieben sind. Und sie enthalten Daten, die von einem Polizeicomputer im 1. Revier in Frankfurt abgerufen wurden. Mittlerweile gab es mehrere Hausdurchsuchungen, und 12 Polizisten wurden wegen rechtsradikaler Aktivitäten vom Dienst suspendiert, weil sie Hakenkreuzbilder verschickten, wegen des Verdachts der Volksverhetzung, weil sie illegale Waffen besaßen. Und einer hatte sogar so eine Art Hitler-Gedenkzimmer zu Hause gehabt. Ich will mir ja gar nicht vorstellen, meine Damen und Herren, was in diesem Land los wäre, wenn das keine Rechten, sondern wenn das Islamisten gewesen wären. Dann würden hier alle Alarmglocken schrillen. Bombendrohungen gegen Gerichtsgebäude, unterschrieben mit nationalsozialistischer Offensive, 10 Brandanschläge auf linke Zentren und linke Wohnprojekte im Rhein-Main-Gebiet und Morddrohungen im Namen eines NSU 2.0. Leider haben Sie zu alledem sehr wenig gesagt, Herr Ministerpräsident, wo Ihnen doch sonst die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger so am Herzen liegt und Sie so darauf pochen. Ich sage, angesichts einer Häufung von so vielen rechten Vorfällen, von rechter Gewalt, müssen auch beim Ministerpräsidenten alle Alarmglocken schrillen. Und dann erwarte ich deutliche Worte zu einer solchen Gefahr von rechts, meine Damen und Herren. Aber statt Konsequenzen zu ziehen, bleibt Herr Beuth Innenminister. Also der Mann, der nicht in der Lage war, ein verfassungsgemäßes Landtagswahlgesetz vorzulegen, der gerade gestern vom Bundesverfassungsgericht mal wieder ein Überwachungsgesetz kassiert bekommen hat, der sich in einer Büttenrede über minderjährige Flüchtlinge lustig gemacht hat, der bei der NSU-Aufklärung gemauert hat und jetzt aktuell wieder nichts aufklärt. Herr Beuth hat es nicht einmal für nötig gehalten, das Parlament darüber zu informieren, dass es in Hessen eine Morddrohung gibt, die mit NSU 2.0 unterschrieben ist, und dass dann auch noch eine Spur in den Ermittlungen in die Polizei zu Polizisten führt.
Herr Beuth wusste seit Anfang August von diesem Drohbrief, und der Landtag hat davon Mitte Dezember aus der Presse erfahren. Und das, obwohl es einen NSU-Mord in Hessen gab, obwohl sich jahrelang der NSU-Untersuchungsausschuss mit genau die unter anderem der Frage beschäftigt hat, warum der damalige Innenminister das Parlament nicht informierte, dass ein Verfassungsschützer damals zur Tatzeit am Tatort war. Wir sagen ganz klar, wir halten Herrn Beuth nach alledem für eine vollkommene Fehlbesetzung im Amt des Innenministers, und wir erwarten Aufklärung an dieser Stelle, statt immer weiter zu mauern, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, nichts gesagt haben Sie auch zur zunehmenden sozialen Spaltung, obwohl Sie die alarmierenden Zahlen dazu ja im Landessozialbericht Ihrer eigenen Landesregierung nachlesen könnten. Auch das gehört zur bisherigen schwarz-grünen Bilanz. Sie haben es ja paradox genannt, dass es in Hessen so viel Wohlstand gebe wie noch nie und gleichzeitig immer mehr Zukunftsängste. Vielleicht kann ich Ihnen dieses scheinbare Paradox erklären, Herr Ministerpräsident. Es handelt sich einfach nicht um dieselben Menschen. Es profitieren eben nicht alle vom wachsenden Wohlstand. Etwa 40% der Bevölkerung besitzen heute weniger Kaufkraft als Ende der 90er Jahre. Die Annahme, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen gut, ist falsch. Die war auch immer falsch. Siemens macht Gewinne in Milliardenhöhe, und trotzdem bauen sie Hunderte von Arbeitsplätzen in Offenbach ab. Während ein einzelnes hessisches Geschwisterpaar in nur einem Jahr sich über eine Dividendenausschüttung von 1 Milliarde € aus ererbten BMW-Aktien freuen darf, geht aus dem Landessozialbericht der Landesregierung hervor, dass 900.000 Menschen in Hessen von Armut bedroht sind. Und diese Zahl ist in den letzten Jahren angestiegen, trotz guter Konjunktur und Haushaltslage. Das ist jeder Siebte in Hessen und über 40% der Alleinerziehenden. Jedes fünfte Kind ist in Hessen von Armut betroffen. Das bedeutet eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe, Benachteiligung bei der Bildung und bei der gesundheitlichen Entwicklung. Und die Maßnahmen der schwarz-grünen Landesregierung in den letzten Jahren waren, ich sage es einmal vorsichtig, sehr mager. Dabei, was wir doch dringend bräuchten, wäre ein Aktionsplan gegen Kinderarmut. Es ist doch eine Schande, wenn in einem so reichen Land, in einem so wirtschaftlich starken Land, Kinder in Armut leben können und sich ihr Mittagessen nicht leisten können, meine Damen und Herren. Noch nie waren so viele Arbeitsverträge befristet. In der schwarz-grünen Regierungszeit ist die Zahl der Menschen in der Leiharbeit gestiegen. Herr Ministerpräsident, Sie sagen dann gerne, wir haben den höchsten Beschäftigungsstand aller Zeiten. Tatsache ist, es haben auch noch nie so viele Menschen in Hessen zu Niedriglöhnen gearbeitet, nämlich 500.000 Menschen. Ein Drittel der jungen Menschen unter 25 arbeitet in befristeten Arbeitsverhältnissen. Da brauchen Sie sich nur einmal an den landeseigenen Hochschulen umzuschauen, wo sich junge Menschen von Vertrag zu Vertrag hangeln. Euch wird es einmal besser gehen. Das ist etwas, was meine Großeltern meinen Eltern gesagt haben. Euch wird es einmal besser gehen. Es geht voran, es geht aufwärts. Aber ehrlich, wer sagt denn das heute zu seinen Kindern? Aus diesem Aufstiegsversprechen sind Abstiegsängste geworden. Das haben Sie ja auch angesprochen. Wird mein Vertrag entfristet? Wie soll ich im Alter leben, wenn ich nicht genug Einkommen habe, um privat vorzusorgen? Wo setzt mich die Leiharbeitsfirma nächste Woche ein? Der wachsenden Zahl von Menschen, die kaum über die Runden kommen, die auf Tafeln angewiesen sind, die Flaschen sammeln, weil ihre Rente nicht reicht. Dieser wachsenden Zahl an Menschen steht aber auch eine wachsende Zahl an Einkommensmillionären gegenüber. Und, Herr Ministerpräsident, Sie sprechen ja dann immer gerne von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Aber wie soll man denn eine Gesellschaft zusammenhalten, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht? Und die Gesellschaft heute lässt sich ein Stück weit ja auch beschreiben und vergleichen mit einer Rolltreppe. Das ist ein schönes Bild, das der Soziologe Oliver Nachtwey verwendet hat. Für manche geht das ohne Anstrengung nach oben, während die anderen mächtig anlaufen müssen, um nicht nach unten getragen zu werden. Und auf dieser Rolltreppe nach unten, ja, da verrohen auch die Sitten, da entstehen Ressentiments, misstrauisch werden vermeintliche Konkurrenten um das kleine Stück vom Kuchen beäugt. Und deshalb, wer den sozialen Frieden will, der braucht nicht vor allem neue Gesetze für das Internet und Symptombekämpfung. Wer den sozialen Frieden will, der muss etwas gegen das Gefühl vieler Menschen tun, dass sie Tag
täglich gegen den sozialen Abstieg kämpfen müssen. Und gerade diese Menschen sind es auch, die am meisten unter dem angespannten Wohnungsmarkt leiden. Einkommensschwache Mieterinnen und Mieter werden immer mehr aus den Innenstädten verdrängt, weil sie sich die hohen Mieten nicht leisten können. Und das Wohnungsdefizit in Hessen ist so groß wie in keinem anderen Flächenland. Über 80.000 Wohnungen fehlen, und zwar ausschließlich im unteren und mittleren Preisbereich. Das sind 12,8 Wohnungen auf 1.000 Einwohner. Das ist die Bilanz einer grünen Wohnungsbauministerin. Und das ist überhaupt kein Frankfurter oder Rhein-Main-Problem. Von 26 hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten haben nur 9 einen Überhang an Wohnungen oder ein ausgeglichenes Angebot. In allen anderen gibt es einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das heißt, in dem großen Teil der hessischen Landkreise und kreisfreien Städte haben wir ein Problem auf dem Wohnungsmarkt. Und jetzt wollen Sie bis zum Jahr 2024 den Bau von 22.000 Sozialwohnungen fördern. Aber das wird dem Bedarf nicht ansatzweise gerecht. Seit den 90er Jahren hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen mehr als halbiert. Und dass Sie jetzt sagen, das sei das größte Maßnahmenpaket, das es in Hessen je gegeben hat, das ist schon absurd, Herr Ministerpräsident. Bis zum Jahr 2030 fehlen in Hessen über 500.000 Wohnungen. Hunderttausende Haushalte in Hessen hätten ihrem Einkommen nach Anspruch auf eine Sozialwohnung. Und wenn Sie dann sagen, ja, natürlich wird das Land geeignete Liegenschaften zur Verfügung stellen. Natürlich. Es gab doch diese geeigneten Liegenschaften. Es gab doch das ehemalige Polizeipräsidium in Frankfurt. Es gab doch den Campus Bockenheim. Das Polizeipräsidium hat das Land zu Höchstpreisen verkauft und damit die Bodenspekulation weiter angeheizt. Die öffentliche Hand, das Land Hessen, ist in den letzten Jahren Teil des Problems gewesen, weil man Bodenspekulation mit angeheizt hat, anstatt endlich dagegen vorzugehen, meine Damen und Herren. Diese Flächen hätte man noch nutzen können, um sozialen Wohnungsbau zu realisieren. Jahrelang, wenn wir Haushaltsanträge gestellt haben, dass wir mehr Geld für sozialen Wohnungsbau brauchen, jahrelang hat uns die Wohnungsbauministerin erzählt, Geld ist überhaupt nicht das Problem, es gibt keine Flächen. Wurde uns jahrelang erzählt. Ja, warum verkauft man denn dann beste innerstädtische Flächen zu Höchstpreisen, anstatt die sinnvoll zu nutzen? Und deswegen, natürlich, es war ein Fehler, die Schaffung von Wohnraum dem Markt zu überlassen. Und es ist gut, dass sich immer mehr Mieterinitiativen gegen steigende Mieten und Verdrängung wehren. Und an der Stelle gratulieren wir den Aktiven des Frankfurter Mietentscheids, dass sie über 25.000 Unterschriften im Rahmen eines Bürgerbegehrens gesammelt haben. Vielen herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Und ich hoffe, es wird Druck machen auf die Stadt Frankfurt, dass eine städtische Wohnungsbaugesellschaft auch endlich wieder ihrer Aufgabe nachkommt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Im Koalitionsvertrag hat sich Herr Schwarz-Grün erneut dazu bekannt, das Wohneigentum fördern zu wollen, und zwar insbesondere für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen. So nach dem Motto, ihr könnt euch die hohen Mieten nicht leisten, dann kauft euch doch ein Haus. Und wie, ja, Herr Ministerpräsident, wie soll denn die alleinerziehende Verkäuferin, die mit ihrem Konto regelmäßig im Dispo ist, wie soll denn die zu einem Eigenheim kommen? Die Förderung von Wohneigentum hilft doch nicht denjenigen, die die größten Probleme auf dem Wohnungsmarkt haben. Was wir brauchen, ist ein ambitioniertes Wohnungsbauprogramm. Wir brauchen ein entschiedenes Vorgehen gegen unbegründeten und spekulativen Leerstand. Und wir brauchen eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt. Denn Wohnungen sind ein Zuhause für Menschen, und sie sind kein Renditeobjekt. Deswegen ist es ein Problem, dass die öffentliche Hand sich so stark zurückgezogen hat aus dem Wohnungsbau, meine Damen und Herren. Die soziale Spaltung zeigt sich in den Wohnvierteln, und sie zeigt sich auch bei der Bildung. Ich war vor einigen Monaten in Kassel bei einer Veranstaltung des Bündnisses Schule für alle. Da wurde eine Karte von Kassel gezeigt, die abbildete, wie hoch der Anteil von Grundschülerinnen und Grundschülern ist, die nach der 4. Klasse aufs Gymnasium gehen. Und diese Karte war unterteilt nach den westlichen Stadtteilen Kassel, die eher reicheren Stadtteile, und die östlichen Stadtteile in Kassel, die bisschen die armeren Stadtteile. Und wenn man sich diese Karte anschaut, dann stellt man fest, dass in den westlichen, in den reicheren Stadtteilen Kassels bis zu 74 % der Grundschulkinder
nach der 4. Klasse aufs Gymnasium gehen. In den östlichen Stadtteilen, in den ärmeren Stadtteilen, geht das runter bis auf 11%. Das hat mit verschiedenen Fähigkeiten nichts zu tun. Unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen verteilen sich auch in Kassel nicht von Ost nach West. Das hat auch überhaupt nichts mit dem Leistungsprinzip, von dem Sie gerne sprechen, zu tun. Nein, das zeigt einzig und allein, wie sozial ungerecht unser Schulsystem ist. Bildung ist in Deutschland abhängig von der Herkunft und dem Geldbeutel der Eltern. Kinder aus armen und Nicht-Akademikerfamilien müssen Glück haben, damit sie durch den Flaschenhals des Bildungssystems bis an eine Hochschule kommen. Glück, meine Damen und Herren, darf doch aber kein Faktor in einem funktionierenden Bildungssystem sein. In einer demokratischen Gesellschaft müssen doch alle Menschen die gleiche Möglichkeit und den gleichen Zugang zur Bildung haben. Und da darf doch nicht Bildung abhängig sein von der Herkunft. Die frühe Trennung nach der 4. Klasse ist viel zu früh, wirkt sozial selektiv und wird der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nicht gerecht. Und an dieser sozialen Ungerechtigkeit, an dieser grundlegenden sozialen Ungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem ändert der Koalitionsvertrag leider gar nichts. Auch, und das will ich ausdrücklich sagen, wenn wir einzelne Maßnahmen wie die Möglichkeit, die Noten abzuschaffen, ausdrücklich begrüßen. Das könnte nämlich durchaus etwas dazu beitragen, den Leistungsdruck an den Schulen etwas zu reduzieren, den Kindern die Angst vor schlechten Noten und vorm Sitzenbleiben zumindest etwas zu nehmen. Aber vor allem brauchen natürlich Schulen eine angemessene Ausstattung, eine gute Versorgung von Lehrkräften. Der bauliche Zustand vieler Schulen in Hessen ist blamabel. Der Ausbau der Ganztagsschulen kommt kaum voran. Und bei der Inklusion ist Hessen Schlusslicht. Bei der Inklusion haben wir die Situation, dass nur knapp 27% der Schüler mit Förderbedarf eine Regelschule besuchen. Im Bundesschnitt sind es 41%. Und bei der Inklusion geht es um die Durchsetzung von Menschenrechten. Dafür muss man eben auch die personellen und finanziellen Mittel bereitstellen, weil es hier darum geht, eben für diese Kinder ihr Menschenrecht auf inklusive Beschulung durchzusetzen, meine Damen und Herren. Und dann sprachen Sie davon, dass Lehrerinnen und Lehrer Anerkennung, Dank und Unterstützung für ihre Arbeit verdienen. Anerkennung und Unterstützung drücken sich aber nicht aus in warmen Worten des Ministerpräsidenten. Wer Lehrkräfte unterstützen will, der muss die Bedingungen verbessern. Aber Schwarz-Grün verweigert den Grundschullehrkräften weiterhin die gleiche Bezahlung mit dem Argument, es sei kein Geld da. Und da frage ich Sie, warum bitte kann Hessen sich nicht leisten, was Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und andere Länder sehr wohl finanzieren können. Es ist eine Frage der Prioritäten. Sie behandeln Grundschullehrkräfte, darunter übrigens viele Frauen, als Lehrkräfte zweiter Klasse. Sie erkennen ihre wichtige Arbeit nicht ausreichend an. Und das hat noch einmal ganz deutlich, wir unterstützen die Forderung der GEW nach A13 für alle Lehrkräfte, vollkommen egal, ob sie an einer Grundschule oder an einer weiterführenden Schule lehren, meine Damen und Herren. Und es ist auch kein Zeichen von Anerkennung, wenn immer mehr Lehrkräfte, mittlerweile mehr als jeder Zehnte, nur befristete Verträge bekommen. Es gibt immer noch Lehrerinnen und Lehrer, die sich in den Sommerferien arbeitslos melden, damit das Land Hessen Geld spart. Ich habe im Wahlkampf noch welche getroffen, die mir das erzählt haben, was es ja angeblich überhaupt nicht mehr geben sollte. Und dann wundert man sich, wenn man Lehrkräfte so behandelt, dann wundert man sich über den Lehrermangel. Jedes Jahr gibt es viele junge Menschen, die an die Lehramt studieren wollen, an einer hessischen Hochschule, aber abgewiesen werden, die keinen Studienplatz finden. Und das ist doch grotesk. Junge Menschen wollen Lehrer werden. Sie können aber Lehramt nicht studieren, weil es nicht genug Studienplätze gibt. Dann studieren sie irgendwas anderes und kommen dann als Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung an die Schulen. Das ist doch ein absurder Zustand. Warum erhöhen wir denn nicht die Zahl der Lehramtsstudienplätze? Und zwar wirklich so haben sie, aber leider nicht genug, Herr Wagner, leider nicht genug, um eben diesem Lehrermangel, auf den wir zusteuern, dem zu begegnen. Deswegen muss man die Lehramtsstudienplätze an den Hochschulen weiter erhöhen, damit die Leute nicht als Quereinsteiger dann an die Schulen kommen. Mittlerweile arbeiten
etwa 7.000 Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung an den Schulen in Hessen. Und das ist nicht nur problematisch für die Qualität des Unterrichts. Das bedeutet natürlich auch eine zusätzliche Belastung für die ausgebildeten Lehrkräfte. Und der Kultusminister sollte die Überlastungsanzeigen ganzer Kollegien ernst nehmen, statt immer wieder staunenden Schülern, Eltern und Lehrern zu erzählen, es gebe ja überhaupt keinen Unterrichtsausfall an Hessens Schulen. Jeder, der in den letzten Jahren einmal mit einem Schüler, einem Lehrer oder Eltern gesprochen hat, weiß etwas Besseres. Streuen Sie den Menschen keine Sand in die Augen und erzählen Sie nicht, es gebe keinen Unterrichtsausfall. Ja, den gibt es in Hessen. Und Grund ist, dass das Land Hessen die Lehrerversorgung grotesk schlecht geplant hat, meine Damen und Herren. Gute Bildung bedeutet auch gut ausgestattete Kitas mit kleinen Gruppen, guten Arbeitsbedingungen und Erzieherinnen und Erziehern, die für ihre wichtige Arbeit auch angemessen bezahlt werden. Herr Ministerpräsident, Sie haben gesagt, Sie möchten die Beitragsfreiheit für Kitas für den U3-Bereich erweitern, allerdings im Rahmen der Möglichkeiten des Landeshaushalts. Das heißt, Sie stellen die Bildungschancen von Kindern unter Haushaltsvorbehalt. Und da sage ich mal, in diesem Land ist Geld da für jeden Unsinn. Aber die Entwicklungsmöglichkeiten von Kleinkindern stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Es kann für ein reiches Land wie Hessen nicht zu teuer sein, die komplette Gebührenfreiheit im Kita-Bereich herzustellen. Dann loben Sie die hessischen Hochschulen. Denen würde ich mich natürlich anschließen. Aber es wäre auch sinnvoll, sie verlässlich zu finanzieren, statt öffentliche Gelder nur kurzfristig zu vergeben. Das Exzellenzprogramm LOEWE, das Sie auch heute wieder angesprochen haben, das garantiert eben keine verlässliche Finanzierung. So fördert man prekäre Beschäftigung. Viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen Sie sich so gerne schmücken, hangeln sich seit Jahren durch befristete Verträge ohne Sicherheit, ohne verlässliche Perspektive. Und ich will noch anfügen, dass das junge Frauen ganz besonders trifft, weil eben der Anschlussvertrag dann im Falle von einer Schwangerschaft eben nicht mehr erfolgt. Und deswegen wäre hier dringend etwas zu tun. Das stand schon im letzten schwarz-grünen Koalitionsvertrag als ein Problem. Da hatten Sie das Problem immerhin erkannt. Passiert ist nicht viel. Und da sagen wir, gute Wissenschaft braucht gute Arbeitsbedingungen und braucht Sicherheit für diese jungen Menschen, meine Damen und Herren. Wer vorgibt, die Gesellschaft zusammenhalten zu wollen und sagt, er wolle Haltung zeigen, der muss auch laut widersprechen, wenn Migranten, Muslime und Flüchtlinge zu Sündenböcken gemacht werden sollen, wenn sie für Probleme verantwortlich gemacht werden sollen, die in diesem Jahr seit Jahren und Jahrzehnten bestehen. Der darf nicht zulassen, dass Menschen, die zu Niedriglöhnen arbeiten und in Armut leben, ausgespielt werden gegen Flüchtlinge. Und nun hat Deutschland einen Bundesinnenminister, der die Migration als die Mutter aller Probleme bezeichnet hat. Die Mutter aller Probleme, also Wohnungsnot, Lehrermangel, Pflegenotstand, Klimawandel, Umweltzerstörung. Dafür also soll die Migration der Sündenbock sein. Was für ein Unsinn. Und da frage ich mich schon, Herr Ministerpräsident, warum stellen Sie sich nicht schützend, öffentlich schützend vor die 2 Millionen Hessinnen und Hessen, die einen Migrationshintergrund haben und von Seehofer derart beleidigt und diffamiert werden? Warum widersprechen Sie nicht öffentlich, wenn Menschen so angegriffen werden? Sie sagen, für Hetze darf kein Platz sein und dass Sie Hate Speech bekämpfen wollen. Aber dann muss man das eben auch in den eigenen Reihen tun. Und ich sage gerade an die Adresse der Scheuers und der Seehofers und wie sie alle heißen, wer die Parolen und Forderungen von rechts außen übernimmt, der gräbt den Rechten nicht das Wasser ab, sondern der trägt dazu bei, ein gefährliches Klima zu schaffen, auf dem rechte Parteien erst aufbauen können. Meine Damen und Herren, 49 Flüchtlinge haben Weihnachten und Silvester auf einem Rettungsschiff auf dem Mittelmeer verbracht, weil kein EU-Staat sie aufnehmen wollte. Über 170 Menschen sind in nur einer Januarwoche ertrunken. Und nein, das ist kein tragisches Unglück. Das ist leider die Folge von politischen Entscheidungen. Wer Europa abschottet, wer Seenotretter kriminalisiert und behindert, der nimmt bewusst in Kauf, dass immer mehr Menschen sterben, während sich der Bundesinnenminister über sinkende Flüchtlingszahlen in Deutschland freut. Das Bekenntnis zum Schutz der europäischen Außengrenzen findet sich auch im schwarz-grünen Koalitionsvertrag. Ich will sagen, wir begrüßen sehr,
dass die GRÜNEN darauf bestanden haben, dass die Landesregierung der Ausweitung der Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten im Bundesrat nicht zustimmt. So steht es im Koalitionsvertrag. Und wir appellieren an die GRÜNEN, auch bei dieser Position zu bleiben. Und an die, die das anders sehen, empfehle ich einmal einen Blick in den Jahresbericht von Amnesty International. Weil darin erkennt man, dass es ein Hohn ist, Algerien, Marokko und Tunesien als sicher einzustufen angesichts von zahlreichen dokumentierten Menschenrechtsverletzungen. Schläge, Sauerstoffentzug, simuliertes Ertränken, psychische und sexuelle Gewalt. Das sind nur einige Foltermethoden, die marokkanische Sicherheitsbehörden einsetzen, um Geständnisse zu erzwingen oder um Aktivisten und Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. In allen drei Ländern wird gefoltert, in allen drei Staaten werden Homosexuelle strafrechtlich verfolgt und inhaftiert und Frauenrechte missachtet. Wer solche Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, der legitimiert doch solche Menschenrechtsverletzungen, der ermutigt doch solche Regime und der fällt der Opposition in diesen Ländern in den Rücken. Gerade sind in Marokko 4 Aktivisten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Warum? Weil sie protestiert haben gegen Arbeitslosigkeit, gegen schlechte Gesundheitsversorgung und Korruption. Nein, solche Länder werden nicht per Beschluss zu sicheren Ländern. Aber sie schwächen die Opposition und sie setzen Asylsuchenden einer Beweislastumkehr auf, die überhaupt nicht vertretbar ist. Und deswegen bleiben Sie dabei, Nein zur Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten, weil dieses ganze Prinzip völlig falsch ist, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, Sie haben davon gesprochen, dass die freiwillige Ausreisen, dass die immer der Abschiebung vorzuziehen seien. Ich will vielleicht an der Stelle mal deutlich machen, wie freiwillig diese Ausreisen sind. Ein afghanischer Schüler, der vor 2 Jahren als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kam, hat kurz nach seinem 18. Geburtstag ein Schreiben vom Regierungspräsidium Darmstadt bekommen, betreff Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland. Darin heißt es, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Ihren Asylantrag abgelehnt. Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit, sich wegen einer freiwilligen Ausreise mit mir in Verbindung zu setzen. Sollte bis zum 2.12.2018 keine Kontaktaufnahme erfolgen, gehe ich davon aus, dass an einer freiwilligen Ausreise kein Interesse besteht. Ich werde sodann ohne erneute Ankündigung die Abschiebung betreiben. Könnte mir jemand erklären, was daran freiwillig sein soll? Was ist daran freiwillig, zu sagen, entweder du gehst, verlässt dieses Land, oder wir schieben dich ab? Und wer um alles in der Welt sitzt in einer Behörde und handelt so unmenschlich einem gerade 18 Jahre alt gewordenen, der eine fast einjährige Flucht hinter sich hat, der von seinen Eltern getrennt und traumatisiert ist, ein solches Schreiben in die Hand zu drücken? Ich brauche Ihnen wohl nicht sagen, dass dieser junge Mann, der in Deutschland zur Schule geht, der Deutsch gelernt hat, der Freunde gefunden hat, seither in dauernder Angst lebt. Und so wie ihm geht es doch Hunderten von Schülern in Hessen. Allein in Offenbach haben Lehrer und Mitschüler 50.000 Unterschriften für eine Petition gesammelt, um zu verhindern, dass ihre afghanischen Mitschüler abgeschoben werden. Diese Menschen haben nichts gemacht, außer dass sie 18 geworden sind und damit ihr Bleiberecht verloren haben. Und es geht doch bei Abschiebungen nicht um Aktenzeichen oder um Zahlen oder um Statistiken, sondern es geht doch um Menschen und um ihre Schicksale. Es geht um den 12-jährigen Alec, der aus seiner jugendpsychiatrischen Einrichtung geholt und alleine nach Mazedonien abgeschoben wurde. Dort wurde er in die Obhut seines bekanntermaßen gewalttätigen Vaters übergeben. Es geht um einen Vater, der spät abends vor den Augen seiner ein- und dreijährigen Töchter aus der Wohnung geholt und in der gleichen Nacht abgeschoben wurde. Seitdem hat er seine Kinder nicht gesehen. Das ist ein Jahr her. Es geht um einen Kurden, dessen Schwester gerade in der Türkei zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde, der einen unbefristeten Arbeitsvertrag hatte und der trotzdem wochenlang im Abschiebegefängnis in Darmstadt saß. Das sind alles Fälle aus Hessen und alles Fälle aus dem letzten Jahr oder den letzten 2 Jahren. Und das sind alles Menschen, die nichts Falsches getan haben, außer dass sie einen falschen Pass besitzen und woanders geboren sind und deshalb hier kein Aufenthaltsrecht haben sollen. Und auch bei den Sammelabschiebungen nach Afghanistan, an denen sich Hessen beteiligt. In diesem Land
steigt die Zahl der zivilen Opfer andauernd. Diese Abschiebepraxis die muss beendet werden. Wir brauchen eine humane Flüchtlingspolitik, meine Damen und Herren. Und ich muss schon sagen, dass wir mittelmäßig entsetzt darüber waren, als wir im Koalitionsvertrag gelesen haben, dass die Landesregierung plant, dass Flüchtlinge, Sie haben es ja eben gesagt, Herr Ministerpräsident, bei denen durch ihr individuelles Verhalten erhebliche Zweifel an ihrer Integrationswilligkeit besteht, was auch immer das heißen soll, wieder zurück in die Erstaufnahmeeinrichtung gebracht werden soll. Was heißt denn individuelles Verhalten? Was heißt denn an der Stelle auch Nicht-Einhalten von Gesetzen? Gilt es für Ruhestörungen, wenn jemand abends laute Musik gehört hat? Gilt es, wenn jemand bei Rot über die Ampel geht oder einen Joint raucht? Für was gilt das denn? Es bestand einmal weitgehende Einigkeit, dass es sinnvoll ist, Flüchtlinge möglichst dezentral in den Kommunen unterzubringen, damit sie eine Privatsphäre haben, damit sie ankommen können. Also, aber jetzt zu überlegen, dass Flüchtlinge, die vermeintlich auffällig sind oder tatsächlich auffällig sind, öffnet ja auch Denunziation Tür und Tor. Aber Flüchtlinge, die vermeintlich oder tatsächlich auffällig sind, aus ihrem Umfeld zu holen und dann geballt an einem Ort in einer Massenunterkunft unterzubringen, wo alle Probleme sich dann potenzieren. Entschuldigung, das ist doch eine Wahnsinnsidee. Wer kommt denn auf so eine Gedanken? Das kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein, dass Sie das alles ernstens umsetzen wollen. Nun gibt es ja in Hessen kaum ein politisches Feld, das so umkämpft ist wie die Innenpolitik. Seit Jahren bewegt uns ein Skandal nach dem anderen, und das ist ja auch ein Vermächtnis des langjährigen Innenministers Bouffier. Und deshalb will ich schon noch einmal daran erinnern, auch weil Sie es in Ihrer Rede gesagt haben, Sie hätten die Konsequenzen aus dem NSU-Skandal gezogen. Ich finde nach wie vor, dass das Land Hessen und Sie persönlich eine höchst problematische Rolle in der ganzen Geschichte gespielt haben, und es hätte Ihnen gut zu Gesicht gestanden, wenn Sie irgendwann einmal Fehler eingeräumt und irgendwann einmal Worte des Bedauerns geäußert hätten, Herr Ministerpräsident. Leider wurde aus der Geschichte des NSU und auch der Rolle des sogenannten Verfassungsschutzes darin nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen. Wenigstens die Kontrollmechanismen verbessern oder am besten das V-Mann-System abschaffen oder am allerbesten diesen ganzen Inlandsgeheimdienst gleich aufzulösen, weil sich gezeigt hat, dass er im Kampf gegen rechts einfach komplett unbrauchbar ist, meine Damen und Herren. Aber stattdessen statten Sie diese Behörde mit immer mehr Personal aus, mit immer weiteren Befugnissen, um noch mehr in die Bürgerrechte einzugreifen. Wohlgemerkt, eine Behörde, in deren Abgründe, Herr Bellino, wir jahrelang schauen konnten im NSU-Untersuchungsausschuss. Und Sie können ja zugeben, dass an der einen oder anderen Stelle Sie auch ziemlich entsetzt geschaut haben, als Sie mit dem Innenleben des LfV konfrontiert waren, Herr Bellino. Das ist genau das Problem, dass hieraus überhaupt keine Konsequenzen gezogen wurden. Wir sagen ganz deutlich, der sogenannte Verfassungsschutz der hat keine Sicherheitslücke im Kampf gegen rechts. Er ist eine Sicherheitslücke, und deswegen muss er aufgelöst werden. Herr Ministerpräsident, Sie sprachen davon, dass Daten die wertvollste Währung geworden sind und damit neue Bedrohungen entstanden sind, dass es Leitplanken geben müsse und Missbrauch abgewendet werden muss. Aber es sind ja nicht nur irgendwie dubiose Unternehmen und Datenhehler, die Daten von Bürgerinnen und Bürgern abgreifen, sondern es ist eben auch der Staat, der immer mehr Daten sammelt, Daten speichert und auswertet. Und ein Paradebeispiel ist der sogenannte Hessentrojaner oder die Online-Durchsuchung, die staatlichen Stellen die Legitimation gibt, heimlich Computer und andere Geräte zu knacken. Und das bleibt hochproblematisch, auch weil dafür Sicherheitslücken genutzt werden müssen, an deren Offenhaltung der Staat dann ein Interesse hat. Und wir haben mit Interesse gelesen und etwas verdutzt, dass ja auch die Videoüberwachung jetzt ausgeweitet werden soll. So steht es im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün. Das hatten die Grünen ja bisher kritisch gesehen. Und deswegen sagen wir ganz deutlich, wir verteidigen die Bürgerinnen und Bürgerrechte. Wir wollen keine Überwachungsgesetze, sondern wir wollen den Rechtsstaat verteidigen und die Demokratie verteidigen. Wir wollen auch nicht, dass der Staat immer weiter Daten seiner Bürgerinnen und Bürger abgreift. Wir haben ja gerade gesehen, mit welchem Missbrauch solche Daten dann eben auch behaftet sein können. In der Innenpolitik argumentieren Sie ja oft mit Ängsten, mit den Sorgen der Menschen, mit dem Bedürfnis nach Sicherheit.
und damit begründen sie dann oft sinnlosen Aktionismus, Videoüberwachung und andere Eingriffe in die Bürgerrechte. Ich muss jetzt sagen, ich glaube, wirklich beängstigend und die wirklichen Gefahren in dieser Gesellschaft liegen eigentlich tagtäglich woanders. Und viele Menschen haben z. B. Angst angesichts der Situation in der Pflege. Da ist leider nicht allzu viel Aktionismus bei ihnen. Überlastete Pflegekräfte, Probleme bei der Krankenhaushygiene und der zunehmende Kostendruck durch Privatisierungen. Ich erinnere nur an die Privatisierung des Uniklinikums Marburg und Gießen. Die Zustände im Gesundheitssystem sind schlecht. Und dabei ist es ja jetzt nicht so, dass man in der Pflege nicht eine ganze Menge Geld verdienen könnte, vorausgesetzt, man ist keine Pflegekraft. Wenn man ein privater Pflegekonzern ist, kann man Milliarden machen. Und genau das ist das Problem, dass wir hier natürlich auch die Hürden einziehen müssen, dass eben das nicht geht, dass ein privater Pflegekonzern Gewinne macht mit der Ausbeutung seiner Mitarbeiter. Und wenn man die Bedingungen der Pflegekräfte verbessern will, und das haben Sie ja angesprochen, dann braucht man z.B. verbindliche Personalmindeststandards. Leider habe ich die im Koalitionsvertrag nicht gefunden. Aber da muss man ja schauen, wie man eben wirklich die Situation in den Krankenhäusern dann eben auch besser macht. Ich will durchaus zugestehen, dass im Koalitionsvertrag auch Fortschritte feststellbar sind, und zwar vor allem dort, wo Menschen sich engagiert und gemeinsam in Bewegung gesetzt haben, z.B. im Bereich der Hebammen, aber auch im Bereich der Antidiskriminierung. Das will ich ausdrücklich anerkennen, dass da viele sinnvolle Dinge drinstehen. Meine Damen und Herren, wir haben gestern schon darüber gesprochen. Zu Recht protestieren weltweit Jugendliche für Klimaschutz und ihre Zukunft und gegen die Ignoranz von Regierungen und Konzernen. Auf der Weltklimakonferenz im polnischen Katowice hat sich Deutschland zu stärkeren Klimaschutzanstrengungen verpflichtet, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Von einer deutlichen Verstärkung der Klimaschutzanstrengungen ist im Koalitionsvertrag jetzt allerdings nicht allzu viel zu lesen. Weil CDU und GRÜNE ungebrochen an ihrem integrierten Klimaschutzplan 2025 festhalten und so tun, als seien die Klimaziele mit diesem Plan erreichbar. Der Plan war aber bereits vor 5 Jahren nicht geeignet, die Klimaschutzziele zu erreichen, weder das 2-Grad-Ziel und erst recht nicht das 1,5-Grad-Ziel. Und deshalb unsere Aufforderung, legen Sie endlich einen Klimaschutzplan vor, mit dem die Klimaschutzziele auch erreicht werden können, damit man auch regelmäßig nachvollziehen kann, wie weit wir auf diesem Weg sind. Herr Ministerpräsident, Sie haben von der Bewahrung der Schöpfung gesprochen und dem Schutz von Arten, Wasser, Luft, Böden, Wäldern und Flüssen. Aber ich komme nicht umhin, Sie noch einmal daran zu erinnern, dass Ihnen der wertvolle Bannwald doch ziemlich egal war, nicht nur als es um den Ausbau des Flughafens ging, sondern auch als es um den Kiesabbau bei der Sehring ging. Und leider haben Sie auf den Schutz von Flüssen und Böden mit Blick auf K+S auch nur wenig Rücksicht genommen. Und wenn der Artenschutz dem Ausbau einer Autobahn im Weg stand, dann durfte die betreffende Art getrost aussterben. Also, deswegen finde ich, man muss es eben dann auch untersetzen, was man macht. Und aktuell sagen Sie jetzt bei der Debatte um den Diesel, da stellen Sie lieber die gesetzlichen Grenzwerte infrage, als sich wirklich für saubere Luft einzusetzen. Und wir sagen ganz deutlich, wenn man Umweltschutz und wenn man Klimaschutz wirklich umsetzen will, dann wird man nicht umhinkommen, sich auch mit Industrieinteressen anzulegen. Weil mit Freiwilligkeit und Appellen ist es nicht getan. Und wenn man Umwelt und Klima schützen will, dann muss man eben auch bereit sein, die Automobilindustrie, die Energiekonzerne und auch die anderen industriellen Bereiche, die eben auch festzulegen auf Grenzwerte und dafür zu sorgen, dass sie auch eingehalten werden, meine Damen und Herren. Und dann braucht man eben auch eine Energiewende und darf nicht zulassen, dass die großen Energiekonzerne diese Energiewende immer weiter versuchen zu blockieren, sondern dann muss man eben die auch umsetzen. Hessen ist so grün wie noch nie. Das erklären ja die GRÜNEN seit dem Wahlabend. Und da reibt man sich ja teilweise schon so ein bisschen verwundert die Augen, was man heute so alles unter grün versteht. Die Ausweitung der Videoüberwachung habe ich schon genannt, oder der Staatstrojaner, den Schwarz-Grün hier eingeführt hat, sind ja jetzt bisher keine urgrünen Themen gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und beim Thema Flughafen ist von den grünen Ursprüngen an der Startbahn West leider auch kaum was geblieben.
Die Nachtflüge am Frankfurter Flughafen haben einen Rekordwert erreicht mit einem grünen Verkehrsminister. Das waren 2013 unter einem FDP-Minister, also die FDP 2013, 286 Nachtflüge im Jahr. Haben wir kritisiert, fanden wir viel zu viel. Aber 2018 waren es 1098. Also, das heißt, wir haben hier eine Verdreifachung. Und das liegt natürlich an falschen politischen Entscheidungen. Es war ein Fehler, Ryanair mit Rabatten nach Frankfurt zu locken, weil Ryanair zum einen Steuer- und Lohndumping betreibt, aber eben auch fortlaufend gegen das Nachtflugverbot verstößt. Und man lässt sie einfach gewähren. Jetzt wird noch Terminal 3 gebaut. Der Lärmdeckel lässt zu, dass es noch lauter wird. Eine Deckelung der Flugbewegungen gibt es nicht. Und der Ministerpräsident hat ja in seiner Regierungserklärung gesagt, die Koalition wolle, dass der Flughafen auch in Zukunft wettbewerbsfähig und stark bleibt, was auch immer das heißt. Was heißt denn wettbewerbsfähig in einer Zeit, wo andere Flughäfen ausgebaut werden? Und deswegen ganz klar, wir wollen, dass dieser Flughafen, der inmitten eines Ballungsgebiets liegt, der kann nicht nur nicht weiter wachsen, sondern da muss der Lärm wirksam reduziert werden. Und wer Lärm reduzieren will, der muss eben die Zahl der Flugbewegungen senken. Und deswegen brauchen wir eine Deckelung der Flugbewegungen aus Klimaschutzgründen und vor allem auch aufgrund des Lärmschutzes für die betroffenen Anwohner. Und zum Thema so grün wie noch nie, auch der Flughafen Kassel-Calden soll ja weiterhin künstlich am Leben erhalten werden, obwohl er trotz seines Passagierrekordjahres 2018 weniger Passagiere befördert als eine beliebige Kasseler Straßenbahnlinie. Warum man diesen Flughafen braucht, erschließt sich einfach nicht. Und das bleibt ein Millionengrab. Und deswegen werden wir weiter fordern, dass man Kassel-Calden endlich zurückstuft zu einem Verkehrslandeplatz und damit Geld spart. Und es gibt sehr viel sinnvollere Dinge in Nordhessen, für die man investieren kann, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine soziale und eine ökologische Verkehrswende. Wir brauchen mehr Platz für Fußgänger und den Radverkehr, insbesondere in den Städten, und eben auch auf Kosten des Platzes fürs Auto. Wir brauchen eine Städte, die eben darauf ausgerichtet sind, dass nicht überall Parkplätze sind. Wir brauchen ein ÖPNV-Angebot, also Busse und Bahnen, die attraktiver werden müssen. Das bedeutet im Ballungsraum mehr Platz und günstigere Preise, am besten ein Nulltarif. Richtig, da geht die Koalition ja jetzt durchaus ein paar Schritte. Also zu sagen, man weitet es jetzt immer weiter aus, auch wenn uns das noch nicht ganz weitgehend genug ist. Aber die Richtung ist ja schon mal nicht schlecht. Aber auf dem Land muss natürlich an vielen Stellen überhaupt wieder so etwas wie eine ÖPNV-Infrastruktur entstehen. Weil es sind so viele Orte komplett abgehängt vom ÖPNV. Und da braucht man eben überhaupt wieder einen dichteren Takt, attraktive Fahrzeiten. Und die erreicht man natürlich nicht mit Bürgerbussen, Mitnahmebänken und anderen Mobilitätsalmosen, sondern dafür braucht man ein sinnvolles ÖPNV-Angebot. Das wäre eine wichtige Maßnahme für den Klimaschutz. Und es wäre aber auch eine wichtige soziale Maßnahme hin zu mehr Mobilität für alle, unabhängig vom Auto, unabhängig vom Geldbeutel, unabhängig vom Wohnort. Und die Attraktivität des ländlichen Raums hängt eben auch davon ab, wie gut er angebunden ist, nicht nur an den öffentlichen Nahverkehr, auch an das Breitbandinternet, aber auch, es hängt auch davon ab, ob es eine gute soziale und kommunale Infrastruktur gibt, ob Schwimmbäder und Bibliotheken und Jugendzentren erhalten und ausgebaut werden. Und deshalb brauchen die Kommunen natürlich eine gute finanzielle Ausstattung, um endlich auch ihre Investitionen wieder tätigen zu können, weil wir einen enormen Rückstand haben, einen enormen Investitionsbedarf in den Kommunen. Und da müsste das Land unbedingt auch mehr machen, statt die Kommunen chronisch unterfinanziert zu lassen. Herr Ministerpräsident, Sie haben Ihre Rede beendet damit, dass Sie alle hier im Parlament dazu eingeladen haben, an der Gestaltung unserer Zukunft mitzuwirken. Ich persönlich finde es ja etwas merkwürdig, wenn der Ministerpräsident den Landtag, also die erste Gewalt, den Gesetzgeber, dazu einlädt, an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. Eigentlich, Herr Boddenberg, eigentlich beschließen wir hier etwas über die Zukunft des Landes, und die Regierung setzt es um.
So sollte es eigentlich sein. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass man den Landtag einlädt, an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. Aber vielleicht sollte da der Ministerpräsident sein Verständnis von Staat und Gewaltenteilung noch einmal reflektieren. Ich habe ja eh ab und zu den Eindruck, dass die CDU. Ja, Herr Boddenberg, ich habe so ein bisschen den Eindruck dass die CDU so ihre Probleme hat, zwischen Regierung, Parlament und Partei zu unterscheiden. Den Eindruck habe ich schon die ganzen letzten Jahre gehabt. Nun, diese Landesregierung ist mit einer Stimme Mehrheit gewählt. Warum Sie, Herr Ministerpräsident, sich bei einem Minus von 10% für die CDU bei der Landtagswahl bestätigt fühlen, erschließe ich mich ja nicht. Aber durch die Realität lässt sich die CDU ja ohnehin nur selten in ihrem Weltbild beirren. Ihr Koalitionsvertrag ist an vielen Stellen vage und unverbindlich. Ich habe einmal nachgeschaut, über 90 Mal kommt allein das Wort prüfen in Ihrem Koalitionsvertrag vor. Also, Sie wollen eine ganze Menge prüfen in den nächsten 5 Jahren. Aber, das habe ich gesagt, es stehen auch eine ganze Reihe von sinnvollen Vorschlägen im Koalitionsvertrag. Aber viele wichtige Projekte stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Und dabei gibt es ja eigentlich genug Geld in diesem Land, das aber zutiefst ungerecht verteilt ist. Wenn zwei Familien in Hessen über mehr Vermögen verfügen, als die Staatsverschuldung Hessens beträgt, da könnte man als Landesregierung ja mal drüber nachdenken, sich auch mal auf der Bundesebene für eine andere Steuerpolitik einzusetzen. Da kann man die wichtigen Sachen nämlich auch finanzieren. In Hessen gibt es eine Schuldenbremse. Jeder kleine Verein muss haarklein nachweisen, wie er mit öffentlichen Mitteln umgeht. Aber der Finanzminister kann natürlich Steuergeld in Milliardenhöhe in Derivatgeschäfte versenken, ohne dass das mal irgendeine Konsequenz nach sich zieht. Auch bei diesem Thema sage ich Ihnen zu, das werden wir nachbearbeiten in dieser Wahlperiode. Da haben wir noch eine ganze Menge Fragen nach. Und wir finden, dass man mit Steuergeld anders umgehen muss, als es in Derivategeschäfte zu versenken, meine Damen und Herren. Und deshalb, um zum Schluss zu kommen, ein soziales Korrektiv hier im Landtag ist wichtiger denn je. Und ich verspreche Ihnen, das werden wir auch in den nächsten 5 Jahren sein, ohne Wenn und Aber, aber mit 3 Abgeordneten mehr. Vielen Dank.